Und genauso sollten wir Zuflucht nehmen hier im Kali Yuga in den heiligen Namen, weil das ist sozusagen der Vorgang für alle Vaishnavas. Und ja, das sagt Krishna auch, dass sozusagen er dieser Vorgang ist und er in diesem Vorgang steckt. Schauen wir in die Bhagavad Gita, haben wir einen schönen Vers in der Bhagavad Gita, das ist 10,25, den Vers kennt man bestimmt. Ich lese ihn mal vor, 10,25. Maharshinam Bhrigu Aham Giram Asmi Ekam Aksharam Yajnanam Japa Yajosmi Stavaranam Himalayaham. Von den großen Weisen bin ich Bhrigu, von den Klangschwingungen bin ich das transzendentale Om, von den Opfern bin ich das Chanten der heiligen Namen Japa und von den unbeweglichen Dingen bin ich der Himalaya. So. Da haben wir das, dass Krishna sagt, okay, er ist die transzendentale Klangschwingung, was er schon mal alles erklärt, dass Krishna alles ist. Und danach sagt er ist das Chanten der heiligen Namen. Und Prabhupada packt das hier in Klammern hinten in Japa. Nicht einfach nur heilige Namen, sondern Japa. Das ist der Vorgang, den wir bekommen haben. Und warum weist Prabhupada direkt darauf hin? Weil das im Endeffekt von Lord Chaitanya kommt. Weil Lord Chaitanya hat das Yuga Dharma für dieses Zeitalter eingeführt, nämlich die Harinam Sankirtan Mission. Und dann müssen wir nicht ins Wasser gehen wie die Pachetas für 10.000 Jahre meditieren über irgendein langes, sehr langes Mantra, weil wenn wir wissen, was Shiva da gebetet hat, das war ein langes Mantra, sehr ausführlich, sehr schön. Und es gibt auch Devotis, die rezitieren diese Mantras immer noch, kann man machen. Kann man auch auswendig lernen. Es gibt Devotis, die rezitieren fast täglich die selben Gebete von Shiva. Kann man machen. Sehr, sehr glücksverheißend auch, aber sehr, sehr kompliziert und sehr viele Mantren und sehr viel Input. So. Man könnte denken, boah, ist sehr fortgeschritten, diese Mantras von Shiva zu chanten. Sollten wir alle machen. Kann man machen, wenn man möchte. Wenn man Anziehung dazu hat, super nice. Shiva wird sich freuen und wir werden bestimmt viele Blessings kriegen, auch von Shiva heutzutage. Aber wir haben einfach den Maha-Mantra bekommen, der viel, viel kleiner ist, aber trotzdem Maha ist, viel, viel kraftvoller als die Gebete Shivas, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und dieser Maha-Mantra besteht nur aus drei Namen, drei Worten. Worte, die aber so transzendental voller Kraft sind, dass sie Maha sind, dass sie das Höchste sind, dass sie von all diesen Abermillionen und Tausenden Millionen von Mantras in den Veden, die wir haben, wenn wir alle zusammenführen würden, ist ein Mantra das Höchste in Form von drei Worten. Hare Krishna und Rama sind. Und der Maha-Mantra. Dass wir einfach nur chanten, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Und das ist sozusagen der Vorgang. Und wenn wir den Vorgang kennen, dann sollten wir diesem Vorgang folgen. Und ich habe hier so einen schönen kleinen Vers rausgesucht. Da geht es nämlich auch um das Kali-Yuga, in dem wir leben. Das kommt aus dem Skanda Purana. Und da wird gesagt, dass diejenigen, die tatsächlich im Wissen fortgeschritten sind, können den eigentlichen Wert des Kali-Yugas wertschätzen. Solch erleuchtete Personen verehren das Kali-Yuga, denn in diesem Zeitalter kann man alle Vollkommenheit im Leben einfach durch das gemeinsame Chanten der heiligen Namen Sankirtan erlangen. Das ist unser Vorgang. Und nicht diese anderen komplizierten Vorgänge. Aber selbst ist dieser Vorgang, der eigentlich kindereinfach ist, in Prabhupada hat er so gesagt, ein Kind kann das praktizieren. So. Und für uns ist es trotzdem so schwer. So. Und trotzdem ist es der einfachste Vorgang. Und selbst die Halbgötter schauen auf dieses Kali-Yuga und denken sich, oh, lass mich auch da Geburt nehmen. Lass mich auch diesen einfachen Vorgang einfach praktizieren, weil durch diesen Vorgang können wir uns befreien. So. Und das ist sozusagen die große Segnung, die wir haben in diesem Zeitalter. Dann gibt es hier noch einen sehr schönen Vers aus dem Srimad Bhagavatam. Das ist aus dem 11. Kanto. Da wird gesagt, Shri Krishna hat die spirituellen Ergebnisse aller frommen Handlungen sowie Wohltätigkeit, Entsagung, Buße, Pilgerreisen, Rituale für die ganzen Halbgötter, Opfer wie das
Yajna-Sura-Yajna oder Ashwamedha-Yajna, Wissen über Selbstverwirklichung und so weiter gesammelt. Dann hat er sie in den heiligen Namen eingegeben, um ihn mächtiger als alles andere zu machen. Also alle Vorgänge, die wir vorher hatten, hat Krishna alle zusammengepackt und hat das einfach in den heiligen Namen gepackt. So. So barmherzig ist Krishna. Und da soll mal einer sagen, Krishna ist nicht da. Krishna ist immer da, mit seinem heiligen Namen. Und er ist auch der Einzige, der immer bleiben wird. Weil materiell gesehen, viele Sachen kommen und gehen, Freunde kommen und gehen, Wohlstand kommt und geht, alles kommt und geht. Und wir können noch denken, diese Sachen sind mir so wichtig. Und ich kann da noch so anhaften, Krishna würde uns diese ganzen Sachen wegnehmen. Aber was bleibt? Im Endeffekt die Beziehung mit Krishna. Und was bleibt auf jeden Fall auch immer, selbst wenn uns Krishna alles wegnimmt, die Gemeinschaft der Gottgeweihten und die Tempel und die Bücher und keine Ahnung, was wir nicht hoffen wollen, dass diese Sachen weggehen, weil die werden nicht weggehen. Aber was bleibt immer? Der heilige Name. Und selbst wenn die Leute alles wegnehmen werden, und sagen, wir verbieten jetzt alles. Das Krishna-Bewusstsein wird komplett verboten, wie wir es hatten in Russland oder in anderen Ländern. Was kann den Devotis nicht weggenommen werden? Die ewige Beziehung mit Krishna durch den heiligen Namen. Und überhaupt der heilige Name. Weil keiner kann dir verbieten, sprecht das nicht aus. Dann müssten sie schon heavige Sachen anwenden. Dann müssten sie sozusagen uns zwingen, nicht mehr zu reden. Aber das werden sie nicht machen. Selbst ein eingesperrter Mensch im Knast kann seine Zunge benutzen und kann chanten und kann dadurch sozusagen eigentlich glücklich werden. Und deswegen ist es egal, wo wir sind, wir können immer mit Krishna in Kontakt stehen. Was müssen sie machen? Sie müssen uns die Zunge rausschneiden. Das ist heavy, ne? Aber selbst dann, wenn wir es abgespeichert haben, was würde dann passieren? Wir würden einfach weiter chanten im Geist. Und weil wir den Geist schon trainiert haben, würde der Kontakt dadurch weitergehen. Aber hat natürlich nicht dieselbe Power. Wir müssen es hören, wir müssen es hören. Aber im Endeffekt dadurch, durch diesen Vorgang des Hörens, können wir ja, wie Prabhupada hier auch in der Erläuterung geschrieben hat, es ist der einzige Vorgang, den Geist wirklich zu seinem Freund zu machen. Weil vorher ist der Geist die ganze Zeit dein Feind und zwingt uns, komische Sachen zu machen. Und Sachen zu machen, die gegen die Prinzipien verstoßen oder andere schlimme Sachen. Ja. Deswegen ist es so glücksverheißend, das, was Lord Chaitanya uns gebracht hat.